Einen Anruf. Und dieser Anrufer bietet Ihnen Geld, bares Geld, sozusagen eine Prämie, damit Sie in seinem Interesse intervenieren, lobbyieren. Würden Sie darauf einsteigen? Herzlich willkommen bei ECHO. Manches Lobbying ist erlaubt, manches nicht. Die Affären rund um die BUWOG, die Eurofighter und zuletzt um die vermeintliche Bestechlichkeit des EU-Abgeordneten Ernst Strasser. Sie bringen Lobbying immer öfter mit Korruption in Verbindung. Ein brandneues Gesetz soll das Geschäft mit dem politischen Einfluss künftig regeln. Verbesserung oder Alibi-Aktion? Ein Bericht von Hans Raball. Vorhang auf zum letzten Tanz. Man reicht den Umschlag in den Wagen, die Herzen schlagen, der Handel ist perfekt. Zwielichtige Lobbyisten rund um Politik, Parlament, Wirtschaft und Interessenvertretungen sollen nun endlich ins Licht der Öffentlichkeit gezwungen werden. Ein hehres Ziel. Wer oder was hierzulande ein Lobbyist nämlich sein soll, was er darf und was nicht, dafür gibt es bisher keine Anhaltspunkte. Als Lobbyisten kann man bei uns jeden bezeichnen, der zwischen Politik und Wirtschaft mauschelt, packelt, verhandelt oder vermittelt. Medienberater, Geschäftemacher, Interessenvertreter oder gar Politiker. Ihr reicht es jetzt. Die Anlassfälle haben sich wohl zu sehr gehäuft. Die Justizministerin will endlich durchgreifen. Ich denke an die Schaffung eines Lobbyistenregisters. Lobbyisten sollen sich dort eintragen lassen. Es sollen Ziele, Auftraggeber ersichtlich sein. Es sollen Verhaltensregeln aufgestellt werden, auch Honorarempfehlungen. Und es soll vor allem Sanktionen geben, wenn man sich nicht an diese Verhaltensregeln hält. Und ich denke hier an doch saftige Geldstrafen. Gemäß dem Ministervorschlag sollen Lobbying-Aktivitäten durch Registrierung transparent werden. Ein entsprechendes Lobbyistengesetz wird dies bis Mai verbindlich festmachen. Der Vorschlag hat freilich seine Lücken. Vom neuen Gesetz sollen nämlich nur Lobbyagenturen und Berater erfasst werden. Alle anderen Interessenvertreter wie Kammern, Verbände, Gewerkschaften, NGOs wie Bürgerinitiativen oder die zahllosen angestellten Lobbyisten bei Unternehmen und Konzernen sollen davon ausgenommen sein. Mit jene Agenturen und Berater, die durch das neue Gesetz ins Fadenkreuz geraten sollen. Den Ministervorschlag findet er ungerecht und halbherzig. Aus meiner Sicht ist ein Lobbyistenregister absolut sinnvoll. Wichtig ist nur, dass da wirklich alle eingetragen sind. Alle, die in Österreich ihre Interessen vertreten. Und dazu gehören nicht nur Agenturen, die das im Auftrag eines Kunden machen, sondern Unternehmen selbst auch, die ihre Interessen vertreten. Genauso wie Verbände, NGOs bis hin zu Kammern. Alle, die Interessen vertreten in Österreich und damit an die Politik, an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung herantreten, sollen in dieses Register. Dann gibt es auch eine Chancengleichheit und dann ist auch klar, wer sich von wem finanzieren lässt, wer aufgrund von wem unterstützt wird und wer mit welchem Anliegen wohin geht. ECHO hat alle heimischen Interessenvertreter unter die Lupe genommen. Agenturen, die Lobbying anbieten, gibt es gerade einmal 37 im Lande. Zählt man die diversen Politikberater dazu, so kommt man nur auf etwa 100 freiberufliche Lobbyisten. Der Großteil der gewerbsmäßigen Interessenvertreter sitzt hier, in Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Gewerkschaftsbund und Landwirtschaftskammern. Insgesamt beschäftigen sie tausende Mitarbeiter, von denen manche auch als Abgeordnete im Parlament sitzen. In anderen Ländern würde man auch sie als Lobbyisten bezeichnen. In Österreich gelten sie als Säulen des Systems, mit denen sich auch eine Justizministerin nur ungern anlegt. Aber natürlich, dass aus den Kammern Abgeordnete also quasi ins Parlament kommen, das ist ganz was Normales. Es müssen ja alle Interessen vertreten sein im Parlament. Aber es darf niemand natürlich das Gesamtwohl aus den Augen verlieren. Und niemals dürfen finanzielle Eigeninteressen eine Rolle spielen. Das ist wichtig. In der Wirtschaftskammer bemüht man sich, die Interessen aller österreichischen Unternehmen unter einen Hut zu bringen und sie gegenüber der Politik und anderen Interessengruppen durchzusetzen. Als Lobbyist betrachtet sich der Präsident der WKÖ trotzdem nicht. Wir haben als Interessenvertreter der Arbeitgeber, der Arbeitnehmerseite immer das Gesamthafte im Auge zu haben. Den Wirtschaftsstandort Österreich, seine Entwicklung, seine Zukunft. Damit haben wir auch eine Allgemeinverantwortung wahrzunehmen. Und die unterscheidet sich beim Lobbyisten dadurch, dass er halt eine unternehmensspezifische
Vorschlag einbringen will und will, dass das in der Politik umgesetzt wird. Außerhalb Österreichs sieht man das ganz anders. In der EU-Kommission und im Europaparlament treiben sich 15.000 Interessenvertreter herum. Die Organisationen, für die sie arbeiten, werden alle gleich behandelt und müssen sich ins europäische Lobbyistenregister eintragen. Insgesamt betrifft das 245 freie Lobbyberater und Anwälte, knapp 1.800 Verbände, Gewerkschaften oder Unternehmen, ca. 1.200 NGOs oder Thinktanks und 530 Kirchen und Universitäten. Das Lobbyistenregister der EU ist auch über Internet einsehbar. Viele österreichische Firmen, Verbände und Interessenvertretungen sind hier registriert. Auch jene, die zu Hause nicht als Lobbyisten betrachtet werden wollen, gelten gemäß europäischen Regeln unmissverständlich als Lobbys. In den USA sind die Auflagen und die Definitionen für Interessenvertreter aller Art noch strenger. Wer immer professionellen Umgang mit Politikern in Senat oder Kongress pflegen will, muss sich hier registrieren lassen. Vierteljährlich müssen exakte Reports über Termine und Aktivitäten abgegeben werden. Spenden und Sponsoring müssen halbjährlich gemeldet werden. Ebenso wie genaue Angaben zu Auftraggebern und deren Interessen, aber auch die Höhe der konkreten Lobbying-Honorare. Gerade die amerikanischen Lobbyistenregeln gelten weltweit als vorbildlich. In den meisten Ländern, in denen man politische Korruption, anonyme Parteienfinanzierung und fragwürdige Einflussnahme auf Politiker besser in den Griff bekommen will, lehnt man sich am US-Modell an. Die Debatte haben wir jetzt mittlerweile in sehr vielen europäischen Ländern schon. Wenn man nach Deutschland schaut, nach England, nach Frankreich, überall diskutiert man solche Lobbyistenregister und überall läuft es darauf hinaus, dass alle Interessenvertreter in diesem Register drin wären. Das heißt, Österreich würde mit dieser ersten Idee der Justizministerin einen internationalen Sonderweg beschreiten. Das kann eigentlich nicht das Interesse Österreichs sein. In Österreich bahnt sich einstweilen nur ein Reförmchen an. Frei nach dem Motto, es muss schnell etwas geschehen, damit alles so bleibt, wie es ist, will die Justizministerin ihr Lobbyistengesetz am Dienstag nächster Woche zuerst einmal mit den Clubchefs der Parteien abstimmen. Dass der Justizvorschlag dort verschärft wird, ist nicht anzunehmen. Denn er muss ja von Abgeordneten beschlossen werden, die durch schärfere Lobbyregeln zum Teil selbst betroffen wären.